Gräserpollenallergie. Was ist das eigentlich? Gräserpollen kommen mittlerweile überall in Europa und anderen Kontinenten vor. Das sind Ziergräser, Süßgräser, die in der Zeit in der Regel von Mitte, Ende April bis Ende August, teilweise September hinein blühen. Und eine Gräserpollenallergie bezeichnet die Allergie auf diese Pollen, die auch ubiquitär herumschwirren. Das ist sehr spannend. Man hat zeigen können, dass Gräserpollen bis zu über 100 Kilometer weit reisen können. Das heißt, auch die örtliche Nichtnähe zu Pollen ist etwas, was sie nicht davor schützt. Es gibt interessante Satellitenbilder, wo man Pollenwolken über das Land ziehen sieht. Und daraus ergibt sich auch, dass eine Gräserpollenexposition auch in Großstädten und in stark bebauten Bereichen fernab jeder Gräser eine Rolle spielen kann. Zeitraum hatte ich mich schon zu geäußert, hier in Deutschland primär die Monate circa Mitte April bis August, September, natürlich von den klimatischen Bedingungen, den jeweiligen saisonalen Wetterbedingungen ab. Höhepunkt häufig Mai, Juni dabei. Das Majoallergen, also die häufigste Gräserpollensorte, auf die man testet, ist das sogenannte Wiesen-Lischgras. Das hat eine sehr hohe allergene Potenz und betrifft aber genauso andere Süßgräser, die eine sehr starke Kreuzreaktivität untereinander haben und ebenso auch die Roggenpollen, die wohl in ihrer dreidimensionalen Struktur sehr ähnlich aussehen und dementsprechend auch mit den Gräsern zusammenfallen.